Das bedeutet, alles, was wir da gelernt haben, wo es immer hieß, das brauchst du später, ne? Ja. Ich habe es nie gebraucht. Da hast du Grammatik gelernt. Oh nein, bitte Ohne nicht. Ende Grammatik Ja. gelernt. So, wenn ich dich jetzt frage, welche Wortart ist manche, hast du keine Chance, mir das zu beantworten, würde ich einfach mal behaupten. Geht jetzt schon los, was ist eigentlich genau eine Wortart? Da gab es irgendwas mit Nomen, Verben etc. Ja. Da haben die uns in der Schule erzählt, erinnerst du dich, nach dem Motto, das werdet ihr später mal brauchen. Können wir mit Mathematik übrigens gleich genauso machen. Da haben sie uns in der Schule erzählt, wir brauchen ein Grundverständnis der Sprache. So, da wurde mir erzählt, da macht auch Sinn, dann noch Latein dazu zu nehmen, weil du angeblich dann Sprachen, wenn du sie einmal verstanden hast, schnell lernen kannst. Ich kenne so viele Leute, die das große Latinum haben, ne? Und totale Schwierigkeiten haben im Englischen, im Französischen, also alles, was noch so in Schulbildung reingefallen ist. Das heißt, dieser Beweis würde ich jetzt einfach nur aus meiner kleinen Schnittmenge, die ich so kenne, von vielen Leuten, die das große Latinum haben, ne, Ja. sagen, überhaupt nicht. Es war brachiales, dämliches Auswendiggelerne, Ja. Satzstrukturen zu lernen. Die bringen uns heute ja auch nichts, weil unser Business ja zum Beispiel, wie wir beide uns unterhalten. Wir achten ja eben nicht mehr auf rhetorische Finessen oder wie ein Satz aufgebaut ist oder so. Wir reden ja so, weil es authentisch ist, etc. Da hat sich das ja alles gedreht. Also, du bist ja heute nicht mehr wer, wenn du rhetorisch totalen Feinschliff hast. Es kommt ja viel mehr auf den Content an. Das heißt, selbst da hat die Schule versagt. Und ich glaube, dass, also wenn jetzt meine Tochter, die wird jetzt eingeschult, ne, und diesen Quatsch lernen muss, es ist für die Tonne. Und ich könnte tausende Beispiele aus allen anderen Fächern bringen, war die Corioliskraft. Sorry, Ja. ey. So, haben wir alle gehört, haben wir alle auswendig gelernt. Wir können damit aber überhaupt nichts anfangen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ein Kanon auf die Wirtschaft zugeht. Überhaupt nicht. Also, dass sich Ja. ausgebildet, die Leute sollen nicht in die Schule gehen, um wirtschaftlich zu funktionieren. Das soll ja auch nicht unsere Story hier sein.